Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. Im letzten Part haben wir hier ja das galaktische Kampffestival teilgenommen, sage ich jetzt mal, und ist natürlich auch gewonnen und ein bisschen in der Arena ein bisschen weiter gemacht und sie komplett durchgenommen. Und ich habe jetzt hier meinen Mega-Dildo in der Hand und der geht einfach ab wie Schmidts Katze. Ja, und ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo wir jetzt hingehen sollen, sage ich jetzt einmal. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in unser Schiff. Ach, wir haben ja den Ding bekommen. Genau, genau. Seid gegrüßt, niedere Wesen von Polaris. Sucht ihr nach dem Sinn in eurem Leben? Wünscht ihr euch ein regelmäßiges Einkommen? Neigt ihr zur Zerstörungswut? Dann kommt zur Imperialen Armee und hilft mir, die Herrschaft über die Galaxie zu erlangen. Reist an neue Orte, trefft interessante Leute und vernichtet sie im Auftrag von mir. Moment mal, hast du gerade gesagt, trefft interessante Leute? Das ist richtig, gefeierter Heldenkettenquark. Das klingt super. Erzähl mir mehr. Es ist einfach. Irgendwo in dieser Galaxie befindet sich dieses Lombax-Geheimnis, der Grund für die Bezwingung der Kraken. Als Traktionssoldat ist es deine Aufgabe, jeden Planeten zu verwüsten, bis es gefunden ist. Dreh jeden Stein um. Verschone niemanden. Erledige jeden, der sich dir in den Weg stellt. Alles für einen guten Lohn und Sonderzulagen. Oh, das alles und Reisen? Richtig. Der Nundag-Asteroidengürtel zum Beispiel. Laut unseren Spionen könnte das Geheimnis hier sein, auf dieser kleinen Mondbasis. Melde dich noch heute und du bist beim Überfall dabei. Imperator Tachyon, Unterdrücker für Chancengleichheit. Sehr geil. Glaubst du, dieses Lombax-Geheimnis wurde benutzt, um die Krakmiten zu vaporisieren? Was es auch ist, wir müssen es unbedingt vor Tachyon kriegen. Sehr geil. Ja, dann würde ich doch mal sagen, einfach mal ab zu diesem Nundag-Asteroidengürtel. Der in einem abgelegenen Teil des Kerulan-Sektors versteckte Nundag-Asteroidenring ist eine Brutstätte für unbarmherzige Leviathane. Ui, das klingt gut. Angeblich soll der berühmte Entdecker Max Apogee inmitten der Asteroiden eine schwer bewachte Weltraumfestung errichtet haben. Einige sagen, er würde den Schlüssel zum verlorenen Lombax-Geheimnis besitzen. Da niemand freiwillig im Nundag-Asteroidengürtel wohnen würde, wenn er nicht etwas unglaublich Kostbares beschützen wollte. So, hier bin ich jetzt... Was ist dieses 0 von 4? Ich check das nicht! 0 von 1? Was wollt ihr von mir? Einfach mal weiter. Was heißt dieses 0 von 1, 0 von 4? Hä? Missionen können es ja nicht sein, weil ich habe doch hier Missionen gemacht. Was ist los mit euch? Was ist kaputt? Okay. Was ist das? Das muss der Transporter zur Station sein, aber wir haben keinen Startcode. Wir sollten euch warnen, der Eigentümer der Station mag Besucher nicht besonders. Und warum sollten wir dir trauen? Du hast uns doch ins All geschleudert. Verzeihung, mein Freund. Hört mal, wir wollen die Sache wieder gut machen. Einige Raumpiraten von Ardolis bieten uns Boots für Leviathan-Seelen. Wenn ihr uns also welche beschaffen könnt, werden wir euch mit Freuden den Startcode geben. Oh, der Lombax ist lebensmüde. Oh. Ja, wir haben doch schon einen Deal für Leviathan-Seelen. Dann kriege ich doch Boots von dir. Was ist los mit dir? So. Dich brauche ich jetzt gerade nicht. Seiner, hast du eine neue Waffe? Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Nö, hast du nicht. Raritanium habe ich nicht irgendwie was Brauchbares, nur 51.
schön. Okay. Hi. Ja, dann mach halt mal die Peitsche hier. Das ist immer das, was ich meine. Die Peitsche ist saugeil. Die ist eine der besten Waffen im Spiel. Aber irgendwie hat die immer so... Warum schwebt das Teil hier in der Luft? Okay. Dann schwebt es halt einfach mal. Ja, und jetzt? Wegen was bin ich jetzt hier hoch? Gibt es jetzt wenigstens was zu messen? Er wollte mich jetzt verarschen. Bin ich jetzt nur wegen dem bisschen hier hoch, oder was? Das kann doch nicht sein. Aber es ist so. Aber es ist so. So, da drüben war ich. Dann wollen wir jetzt mal darüber. Ui, was ist denn das da drüben? Das sieht nach Gegner aus. Halt, so ein Teil kenne ich doch. Du. Warum ist da wieder so ein Gegner kaputt? Warum backen die sich überall hin? Warum tut ihr das? So. Geh mal weg. So, jetzt machen wir den mal kaputt. Ratatatatatatatata. Rat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 
Okay. Das bedeutet, hier ist es wieder so ein Gegner. Hör auf, mich anzukotzen! Hör auf! Igitt! Geht's weg! Weg! Ui, hier geht's wieder ab. Jetzt alle weg! So. Um dich kümmere ich mich gleich, Jürgen. Ich nenne dich jetzt mal liebevoll Jürgen. So. Bin gleich bei dir. Kleinen Moment doch. So. Da bin ich. Tut mir leid, dass ich dich hab warten lassen. So, wie kann ich denn nochmal... Das war knapp. So, geht down. Das geht halt super mit der Waffe. Das geht halt echt super, aber trotzdem. Machen wir mal mit Granaten hier. Weil die müssen ja auch noch gelevelt werden. So. Geht down. Geht doch. Sehr schön. Okay. Dann. Ey, was sehe ich denn da? Schwunghaken. So. Und hier rüber. Kann mir mal einer sagen, was das ist? Diese goldene Schraube. Was ist das? Spiel! Erkläre es mir. Das wäre sehr nett von dir, wenn du mir das erklären würdest. Das war jetzt nämlich schon die zweite. So, wieder auf Schmelzgranate. Auch wenn ich nur noch drei habe. So. Am Alpha, von da komme ich. Was? Z, da gibt's auch noch. Epsilon gibt's auch noch. Meine Güte. Ich wollte jetzt eigentlich eher zu Gamma. Das ist Alpha. Z. Epsilon. Delta. Gamma, da ist er doch. Okay. Das ist lustig. Wollen wir noch einmal? So. Bei euch nehme ich jetzt mal kurz den Schockzerberste her. Sehr schön. Geht's endlich kaputt? So, jetzt nehmen wir die Schmelzgranaten. Ah, wobei, ich will kurz ein paar mehr Raritanium. So. So, wegen einem brauche ich es jetzt nicht machen. Geh weg! So. Jetzt will ich kuscheln. Hör auf! Hör auf, irgendwie so Elektrobälle oder so nach mir zu schleudern. So. Damit werde ich den nicht treffen. Dann machen wir es halt auf die Art. Sozusagen auf dem Klassiker. Das ist der Klassiker schlechthin. Okay. Wir sollten zum Schmuggler zurück. Wir haben alle Seelen, die wir brauchen, Ratchet. Echt jetzt? Woher weißt du, dass ich nur drei brauche?
Woher weißt du das, Clank? Wow. Hi. Ey, da lebt doch noch einer. Komm zu Papa. Hallo. So, hau nicht ab. So. Ja, ich peitsch dich. Komm her. So, komm wieder her. Igidigit. Los geht's. Peitschen, peitschen. So, wieder hoch zu dir. Ich krieg dich mit der Peitsche. Ich mach dich mit der Peitsche. Ich peitsche dir die Scheiße aus dem Leib. Komm wieder her. Gut, deine Energie ist nicht zurückgesetzt. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt. Ich hab's schon fast befürchtet. Komm her. Ja, komm. Oh nein, nicht kotzen. Was isst du dauernd, sag ich jetzt mal. Du musst doch irgendwas essen, was du nicht verträgst. Weil du die ganze Zeit kotzen musst. So. Der wäre auch down. Sehr schön. Okay. So, Alpha, Beta, Gamma. Wo ist Delta? Delta müsste hier irgendwo sein. Nein. Da! Ja, Delta. Schön. Oh, hi. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Hi. Schmelzgranate habe ich noch gar nicht, das Power-Up. Dann machen wir das mal kurz. So, da habe ich das. Aha. Schockzerberster. Dann nehmen wir da mal noch das Power-Up. Das Beste. Okay. Will ich den Splittermeuchler? Will ich die Plasmabässchen, den Jägerwerfer oder den Sturmwerfer? Tja. Splittermeuchler klingt halt so geil. Willkommen im Das wollte ich jetzt nicht. Nicht anders. So. 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 Plasma. Splittermeuchler. Hui. Hui. Den nehme ich. Das ist eine große Waffe. Große Waffe ist gut. So. Kaufen. Schneller schießen ist gut. Größerer Schaden ist auch gut. Okay. Mehr geht nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, das ist eigentlich ganz... Geräte kaufen. Egelbomben. Gib mal her. Die sind eigentlich ganz gut. Ja, ich will das ganze Zeug. So, jetzt alle weg. Schön. Dann gehen wir mal hier hoch. Ja, da ist er schon. Dann nehmen wir wieder ein paar... So, wo bist du? Da, okay, okay, okay. Hör auf! So. Okay, jetzt habe ich leider keine... Halt, ich könnte jetzt mal hier den hier ausprobieren, meinen Splittermeuchler. Ui, der macht guten Schaden. Der macht
guten Schaden. Der gefällt mir. Warte mal. Wie ging das? Nein, nicht Inventar. Waffen, genau. Nein. Apparate, Geräte. Schnellauswahl. Jetzt, da wollte ich hin. So. So, da ist es, genau. Und ich will nach unten. Will ich den hier. Da nach oben ist das okay und den Rest brauche ich nicht. Na, geh mal rüber. Na, rüber da. Jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Ah! Der Sprung war zu kurz. So, geht's mal kaputt. Verwirrgas, berauschend, gefährlich und sehr unterhaltsam. Verwirrgas ist cool. Würde ich jetzt einfach mal sagen, da lebt da noch einer. So, ich glaube aber, es hat es jetzt gespeichert, dass ich den besiegt habe, oder? Die beste Verteidigungstechnologie. Ja, hat's, okay. Okidoki. So. Okay. So. Okay. Geh kaputt. So, und zu guter Letzt. Splittermeuchler. Also ich würde mal sagen, der Splittermeuchler ist ein bisschen heftig. Ist eine sehr gute Waffe, die gefällt mir. Muss ich sagen. So. Okay. So. Was ist jetzt los? Was war jetzt? Du hast einen Teil eines Gadgeton-Holoplans entdeckt. Holopläne sind Eigentum der Gadgetron Corporation und streng geheim. Okay. Und was habe ich davon? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich aufladen? Ja, kann ich. Tja, jetzt ist halt die Frage, was will ich jetzt mit dem Plan anfangen? Mach mal Muni voll. Was können wir denn für dich tun? Splittermeuchler. Noch mehr Schaden. Weiter reichen ist eigentlich immer gut. Wird erledigt. Ja, jetzt ist die Frage. Machen wir es so. Und so. Gesagt, getan. Okay. Ich muss sagen, der Splittermeuchler gefällt mir. So. Okay, wir müssen jetzt auf... Genau, wir sind bei Delta. Das bedeutet, beim nächsten Mal kommt Zeta und Epsilon noch dran. Ja, und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal werden wir uns... was geht denn hier unten? Hallo? Dich habe ich ja gar nicht gesehen. So, das nehmen wir natürlich noch kurz mit. Das lassen wir uns nicht entgehen. Okay. Dann würde ich mal sagen, jetzt halt beim nächsten Mal werden wir uns noch ein bisschen weiter umschauen und die weiteren Kanonen eben aktivieren und uns noch ein paar Leviathan-Seelen mopsen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction für heute. Ich danke euch fürs Zusehen
und bis zum nächsten Mal. Ciao.